du möchtest, dass dein Schnappfinger direkt weniger schnappt, dann zeigen wir dir jetzt eine kurze Faszienrollmassage und eine Übung. Es wäre super, wenn du uns einen Kommentar schreibst. Welcher Finger schnappt bei dir? Wie lange schon? Was hast du dagegen getan? Schreib uns, wir antworten dir. Paulina zeigt dir erst eine Faszienrollmassage gegen den Schnappfinger, beispielsweise in der rechten Hand. Vielleicht ist es der mittlere. Nehmen wir den mal als Beispiel. Wir brauchen dazu die kleine Rolle, die Mini-Rolle. Und Paulina, geh mal auf alle Viere. Und jetzt platzierst du die Finger und vor allen Dingen den, um den es geht, auf der Rolle und drückst mit der anderen Hand so fest wie möglich die Finger gegen die Rolle. Und fängst dann an, langsam nach vorne zu rollen, immer mehr, mit aller Kraft, mit sehr viel Kraft und ganz langsam den Finger entlang drücken, immer von oben unterstützen, dass der Druck fester ist. Und dann ganz langsam über die Handfläche. Jawohl. Und immer von oben schön Druck geben. Dann geht es übers Handgelenk. Und dann gehst du genau wie Paulina das gemacht hat, mit dem Arm etwas runter, dass du praktisch horizontal bleiben kannst. Und drückst trotzdem mit der anderen Hand weiter dagegen. Und drehst jetzt schon den Arm ein bisschen so, dass du an der Innenseite des Ellbogens praktisch landest. Jawohl. Genau, nicht ganz so viel, vielleicht ein bisschen nochmal zurück. So, genau, ganz, ganz langsam richtig ausdrücken bis hoch dort zum Ellbogen. Wunderbar. Wir haben das jetzt einmal intensiv gemacht. Es spricht gar nichts dagegen, das zwei- oder dreimal zu machen. Dauert ja auch nicht so lange, dass du mit vollem Druck, mit langsamer Geschwindigkeit, den Finger entlang bis zur Innenseite des Ellbogens gehst. Das war jetzt die Faszienrollmassage. Jetzt kommt die Übung. Paulina, geh mal bitte quer zur Kamera auf alle Viere. Genau. Und es geht um die rechte Hand. Die rechte Hand, die Finger zusammennehmen und dann nach außen drehen, bis die rechte Hand zum rechten Knie zeigt. Und wenn das geschehen ist, den Ellbogen vollständig durchstrecken und langsam mit dem Gesäß nach hinten gehen. Und diesen Winkel hier immer weiter verkleinern. Ja, geh mal ruhig auf deine Grenze, bis es anfängt zu ziehen. Es zieht dann hier praktisch drin, bis in den Arm rein. Und dann gehst du wieder auf 9,5 und gehst erstmal in diesen Winkel. Und lässt das Ganze so, wie der Dehnungsschmerz nachlässt, ein bisschen weiter. Immer ein bisschen steigern und dann drückst du mit den Fingern und mit der Handfläche so fest gegen den Boden, wie es geht. Finger und Handfläche wollen eigentlich in den Boden rein. Ganz fest drücken, ganz fest drücken, ganz fest drücken, ganz fest drücken. Kraft rausnehmen, nicht bewegen und jetzt versuchst du die Finger abzuheben. Versuch die Finger abzuheben. Okay, jetzt schnappst du dir den Finger, um den es geht. Es war ja der mittlere, hatten wir gesagt. Greif mal drunter und zieh den Finger ganz langsam immer weiter hoch. Das wird natürlich jetzt sehr, sehr intensiv. Jetzt lass dir erstmal eine ganze Zeit, um den immer weiter nach oben zu bringen. Der Winkel hier zwischen Hand und Arm. Dieser Winkel ändert sich nicht, aber der Winkel dort wird immer weiter ein bisschen nach oben genommen. Immer ein bisschen steigern. Und dann drückst du mit dem Finger, um den es geht, so fest wie möglich nach unten gegen die haltenden Finger. Richtig, den einen Finger richtig fest anspannen. Ganz fest anspannen. Noch mehr anspannen. Das haut rein, gell? Noch mehr anspannen, aber unter 10 bleiben. Noch mehr anspannen und dann loslassen und noch ein bisschen weiter heben. Und immer schön langsam machen, noch ein bisschen weiter rausheben. Noch ein bisschen weiter rausheben. Steiger mal den Finger noch ein bisschen, jawohl. Jetzt kommt er mehr. Noch ein bisschen und noch ein bisschen und langsam wieder raus. Langsam wieder raus. Und abheben wieder und rausgehen aus der Übung.
und ein bisschen bewegen und dann gleich probieren, ob er weniger schnappt. Und ich bin mir ziemlich sicher, er schnappt zumindest weniger. Vielleicht schnappt er zunächst gar nicht und die Übungen müssen immer wieder wiederholt werden, dass das Dauerzustand gibt. Jetzt weißt du, was du für eine Möglichkeit hast, gegen einen Schnappfinger was zu tun. Die Ursache, wie ein Schnappfinger entsteht, klicke hier oder dort unter dem Video. Dort erklären wir es dir. Und unter dem Video findest du übrigens auch einen Knopf. Bitte drück ihn, da ist nämlich per WhatsApp, teilst du das mit deinen Freunden, damit es möglichst viele mitbekommen. Bevorzugt natürlich die, die selbst einen Schnappfinger haben.